Hallo und herzlich willkommen bei Holzwerken TV. Heute geht es um das Thema Oberfräsen, genauer gesagt darum, welche Fräser man als Grundausstattung unbedingt haben sollte. Auch die beste Oberfräse wird Ihnen nichts nutzen ohne die dazugehörigen Fräser. Und besonders dann, wenn Sie erst beginnen, sich mit dem Thema Fräsen auseinanderzusetzen, werden Sie sich auch fragen, welche Fräser muss man denn nun unbedingt haben? Und genau darum wird es heute gehen. Zwar hat jeder Holzwerker andere Ansprüche, denn jeder arbeitet anders, jedem gefallen andere Profile, jeder führt andere Konstruktionen aus, doch gewisse Fräser wird man eigentlich immer brauchen. Und diese Fräser stelle ich Ihnen jetzt vor. Da wären zunächst einmal die Nutfräser. Solche Nutfräser können Sie sehr flexibel einsetzen. Nicht nur zum Nuten, sondern auch zum Fräsen von Felsen und zum Arbeiten mit Schablonen. Besonders für das Arbeiten mit Schablonen sind solche langen Fräser sehr zu empfehlen, da ja durch die Schablone auch Fräshöhe verloren geht. Wenn Sie die Möglichkeit haben, auch Fräser mit 12 mm Schaft zu verwenden, dann tun Sie das. Denn solche Fräser sind in der Regel wesentlich länger und Sie können mehr damit machen. Wichtig bei diesen Nutfräsern ist, dass Sie über eine sogenannte Grundschneide verfügen. Denn nur mit einer Grundschneide ist es möglich, dass der Fräser ins Material eintauchen kann. Zur Grundausstattung gehört meiner Meinung nach ein relativ großer Nutfräser. Dies hier ist einer mit 20 mm Durchmesser. Mit ihm kann man auch Falze fräsen oder große Aussparungen mit Hilfe von Schablonen herausarbeiten. Weniger im Einsatz sind bei mir solche sehr dünnen Nutfräser, denn zu diesen Fräsern werde ich Ihnen noch gleich eine wesentlich bessere Alternative zeigen. Mit einem solchen geraden Nutfräser können Sie nicht nur Nuten fräsen, sondern auch Felze erstellen. Ob Sie dies auf einem Frästisch oder mit einer handgeführten Oberfräse machen, spielt dabei keine Rolle. Eine gewisse Ähnlichkeit mit den eben gezeigten Nutfräsern haben diese beiden Fräser hier. Es handelt sich dabei um sogenannte Bündigfräser. Sie verfügen über ein Anlaufkugellager. Dieses Kugellager hat genau den gleichen Durchmesser wie der Fräser selbst. Solche Fräser gibt es mit untenliegendem Kugellager oder mit obenliegendem. Bei Fräsern mit obenliegendem Kugellager sollten Sie auch darauf achten, dass Sie über eine Grundschneide verfügen. Dieser Fräser hat zum Beispiel keine Grundschneide, er ist nicht zum Eintauchen ins Material geeignet. Mit diesem Fräser können Sie also nur seitlich an eine Schablone und das Werkstück heranfahren. Ich persönlich mag Fräser mit obenliegendem Kugellager lieber, da sie meiner Meinung nach flexibler einsetzbar sind als Fräser mit untenliegendem Kugellager. Mit einem solchen Bündigfräser können Sie beliebig viele gleich aussehende Werkstücke auf Basis einer Schablone anfertigen. Das Kugellager tastet dabei die Schablone ab und überträgt die zu fräsende Kontur mit dem Fräser auf Ihr Werkstück. Bei Profilfräsern kommt es sehr auf den persönlichen Geschmack an, was in eine Grundausstattung hineingehört. Nicht jedem gefallen Phasen, vielleicht gefallen Ihnen ja Abrundungen an Ihren Werkstücken wesentlich besser. Solche Abrundfräser gibt es mit verschiedenen Radien, von groß bis klein. Auch diese Fräser haben ein Anlaufkugellager, womit eine bestehende Werkstückkante einfach abgetastet werden kann. Zu einer Grundausstattung gehören meiner Meinung nach zwei Radiusfräser, einmal ein Fräser mit 3 oder 5 mm, je nach Geschmack, und ein Fräser für große Abrundungen, beispielsweise mit 10 mm Radius.
Der Phasenfräser ist wie erwähnt eher Geschmackssache. Ob Sie einen benötigen, hängt davon ab, ob Sie Phasen an Ihren Werkstücken mögen. Mit den meisten Abrundfräsern ist es nicht nur möglich, eine einfache Rundung zu fräsen, sondern auch eine Abrundung mit einer geraden Kante zu erzeugen. Zu einer vernünftigen Grundausstattung zählt für mich auch ein solcher Scheibennotfräser. Leider sind diese Fräser nur sehr selten in Fräsersets enthalten. Das ist schade, denn mit einem solchen Scheibennotfräser kann man sehr viele verschiedene Fräsungen durchführen. Dieser Scheibennotfräser verfügt auch noch über ein Anlaufkugellager. Er ist daher auch für geschwungene Werkstücke geeignet. Ich habe eben erwähnt, dass es eine Alternative zu sehr dünnen Nutfräsern gibt. Das wäre der ebenfalls gerade gezeigte Scheibennutfräser. Er hat einen wesentlich größeren Durchmesser und erreicht dadurch eine höhere Schnittgeschwindigkeit. Am Ende bedeutet das, dass ein solcher Scheibennutfräser wesentlich leichter fräst als ein dünner, herkömmlicher Nutfräser. Beim Scheibennuter besteht auch weniger die Gefahr, dass ein sehr dünner Fräser brechen kann, da er nun mal ganz anders aufgebaut ist wie die herkömmlichen Nutfräser. Und das Ganze funktioniert natürlich auch an geschwungenen Kanten. Und so sähe nun also eine Grundausstattung für das Arbeiten mit der Oberfräse aus. Ein Nutfräser, in diesem Fall 20 mm, ein Bündigfräser, ein Radiusfräser mit einem großen Radius, ein Radiusfräser mit einem kleinen Radius und ein Scheibennuter. Ja, wie Sie sehen, habe ich heute ordentlich Späne für Sie gemacht. Das liegt zum großen Teil auch daran, dass ich, damit Sie die Arbeitsgänge besser sehen können, ohne Absaughaube gearbeitet habe. Wenn Sie diese Arbeitsgänge zu Hause nachmachen wollen, verwenden Sie bitte unbedingt eine Absaughaube. Vor allem eine Haube, die unter der Fräse montiert wird, schützt Sie nicht nur vor Staub, sondern auch vor versehentlichem Kontakt mit dem laufenden Fräser. Das wäre nun also mein Vorschlag für eine solide Grundausstattung an Oberfräsern. Zum Schluss aber noch ein Wort zu solchen Fräsersortimenten. Generell halte ich solche Sortimente schon für sinnvoll. Allerdings würde ich zu einem kleineren Sortiment raten mit 8 bis 12 Fräsern. Denn in diesen großen Sortimenten sind doch immer sehr viele Fräser dabei, die man am Ende doch nicht braucht. Und damit möchte ich mich schon wieder von Ihnen verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit diesem Video und ich wünsche Ihnen natürlich noch weiterhin viel Spaß in Ihrer Werkstatt, vielleicht auch beim Fräsen. Thank you.